Hallo liebe Tabletop-Freunde, heute zeige ich euch, wie ich für meine Space Wolves den Schnee mache, der dann nachher auf die Bases drauf kommt. Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, ich bevorzuge folgende. Einmal Küchennatron, ist schon offen, ne? Dann wieder Holzleim und meine spezielle und geheime Mitmachsache. 3D-Lack. Den kriegt man in Bastelläden und ist zum Kartendekorieren für Scrapbooking halt einfach auch im Hobbybedarf, Bastelbedarf. Ne? 3D-Lack heißt der. Wenn der trocknet, trocknet der transparent aus und ist aber nicht glatt und flach wie ein Klarlack, sondern leicht erhaben. Wenn man den zum Beispiel auf gemalte oder gezeichnete Augen draufgeben würde, dann hätten die nachher so einen 3D-Effekt, weil der Lack halt dann wirklich als Tropfenform auch trocknet. Und den packe ich mit rein. Die beiden Varianten oder die beiden Zutaten, die sollten eigentlich reichen. Ich mache den aber noch mit rein, den 3D-Lack, weil der meiner Meinung nach den Schnee nachher nochmal eine extra Festigkeit gibt und das Ganze dann nachher richtig fest und richtig hart wird und da eigentlich so gut wie gar nichts abbröselt, sofern dann keine größeren Stücke frei hängen. Ja, fangen wir doch mal an. Ich gebe alles zusammen und zwar in ungefähr der Mischung, na ich sag mal, jeweils zu einem Drittel. Und dann gucke ich immer, wie viel ich an Minis habe. Ich gebe jetzt hier mal den Natron rein. Das sind so Plastikpinneken, die ich mir mal in so einem Euro-Laden geholt habe. Hier sieht man jetzt ungefähr, wie viel ich so da drin habe. Das sollte ausreichen. Dann den Holzkleber. Reihenfolge ist eigentlich egal. Ich mache immer erst das Natron als erstes. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man hier dann den Kleber reinmacht, damit man da wirklich auch den Kleber reindrückt und nicht erst Luft, weil dann hat man nachher das ganze Natron auf dem Tisch verteilt, ne, durch den kleinen Luftstrom. So, das ist der Kleber. Und jetzt nochmal den 3D-Lack. Na gut, von dem vielleicht ein bisschen weniger. Nicht ganz vielleicht ein Drittel. Aber das ist Sache, das muss ausprobiert werden. Da muss man selber so seine Mischung finden. Jetzt rühre ich das Ganze einmal schön zusammen. Und das Ganze soll eigentlich nicht zu feucht werden, nicht zu nass, nicht zu cremig, sage ich mal. Das Zeug trocknet relativ schnell, diese Mischung, und wird sehr leicht bröselig. Und deswegen muss man gucken, ruhig ein bisschen drehen und rühren. Und je länger man rührt, desto trockener wird das Ganze. Man merkt es auch, das zieht an und bekommt eine echt gute Festigkeit. So, den Zahnstocher weg. Das lege ich auch mal kurz aus dem Bild raus. Jetzt schnappe ich mir die entsprechende Mini. Die hatten wir im letzten Video, haben wir die ja gebased. Und jetzt gehe ich einfach nur hier mit dem Finger rein, hole mir das raus, diese Pampe, und schmiere mir das jetzt dahin, wo ich meine, dass ich da, wenn, Schnee sammeln würde. Da schmiere ich das rein und versuche das jetzt mit den Fingern bisschen nachzumodellieren, so dass es aussieht, als wenn der Schnee hier gefallen wäre und sich am Rand dieser Base in den Mulden und Furchen da sammeln würde. Auch ruhig ein bisschen auf der Fläche drauf. Nun, man hat es dann nachher hier auch schon mal auf dem Tisch liegen. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil das ist ja nichts Großartiges hier. So. Nicht so viel, nicht, dass man übertreibt. Man kann an anderen Stellen nochmal Material wegnehmen. Dann bleibt es nur da hängen, wo es wirklich in Vertiefungen ist. Da, wo man nicht mit dem Finger dran kommt. Den Rest mache ich hier wieder rein. Und fertig ist der Schnee. Und das Endprodukt, das seht ihr jetzt. So, das war der Schnee.
Eigentlich eine ganz einfache Sache. Sind auch alles, ich sag mal, Komponenten, die nicht wirklich teuer sind. Wie gesagt, der 3D-Lack ist eine Ausnahme. Den hatte ich so bei anderen Leuten noch nicht gesehen. Ich finde es eine ganz praktische Sache. Probiert's aus oder auch nicht. Ich hatte mal gehört, dass der Kleber und das Natron reichen würde. Ich habe es bisher noch nicht so probiert. Ich mache immer, wie gesagt, den Lack rein. Und tja, ich finde es sieht ganz gut aus. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.